Habe ich noch mehr Punkte bekommen? Ja. 8. Effektor oder häufiger? Häufiger. Oder länger ist halt immer nicht unbedingt so wichtig, der Unterschied. Dient als Combo-Detonator. Okay. Klingt ganz gut. Drag. Den müssen wir auch dringend mal mitnehmen. Der hat 24 Punkte. Wow. Mehr Gesundheit. Ja, schneller regenerieren. Flakkanone. Oh ja, die Fähigkeit ist cool. Ups. Zack, zack. Was von den beiden? Mehr Radius oder mehr Flächenschaden? Nee, mehr Schaden. Extra Schaden gegen Panzerung, auf jeden Fall. Okay. Das hatten wir ja gerade schon. Einen Punkt kann ich nicht einsetzen. Pibi hat nur einen Punkt? Nein, 4 Punkte. Da kann sie Invasion noch einmal verbessern. 2 Ziele. Im Grunde genommen eine Verdopplung. Und Liam, mit seinen 4 Punkten kann ich Überlastung noch einmal verbessern. Okay. Überspeichere ich das Ganze nochmal. Okay, dann wollen wir mal mit der Moschei reden. Ich muss mich nur ein wenig ausruhen, um wieder zu Kräften zu kommen. Oh, okay. Ist in Ordnung. Dann reden wir erstmal mit den anderen. Ich bin im Tech-Labor, Pathfinder. Klar, da gehe ich auch gleich hin. Mentale Gesundheit. Angesichts der jüngsten Ereignisse erscheint mir das ein guter Zeitpunkt, um Ihnen noch einmal das Programm der Andromeda-Initiative zur mentalen Gesundheit in Erinnerung zu rufen. Danach sind mentale Störungen real, nachvollziehbar und behandelbar. Sehr gut. Ist was in der Küche los? Ja. Ich habe die Missionsbriefings gelesen. Das ist nicht gut, Ryder. Der Archon ist gefährlich. Ich kenne Typen wie ihn. Er ist definitiv eine Bedrohung. Ja, er ist auf jeden Fall gefährlich. So gefährlich, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir bereit sind, es mit ihm aufzunehmen. Wir schalten ihn aus. Alles, was wir brauchen, ist ein Plan. So wie ich das sehe, denkt der Archon, er wüsste, was das Beste für uns ist. Das Problem ist, er kann es auch umsetzen. Dieser Aufstieg, den die Cat durchführen, er verwandelt die Leute in Sklaven. Und dasselbe kann er auch mit uns machen. Die Macht dazu hat er. Gegen jemanden wie ihn muss man schnell und hart zuschlagen. Ist der Anführer erstmal erledigt, sind die anderen kein Problem mehr. Ernsthaft, werfen Sie eine Nuklearbombe auf ihn. Sprengen Sie eine Sonne, wenn es sein muss. Und nehmen Sie die Kollateralschäden in Kauf. Das ist nicht mein Stil. Ich meine, wenn es sein muss, ja. Aber es ist nicht mein Stil. Es gibt bessere Wege, ihn aufzuhalten als rohe Gewalt. Kann schon sein, aber ich lasse einen Gegner nicht so nah an mich herankommen, dass er meinen Panzer aufbrechen und mich sanft erledigen kann. Man kann bei solchen Typen keine halben Sachen machen, das geht nie gut aus. Eine Warnung, ja? Muss es denn wirklich in jeder Galaxie Despoten geben? Als ich noch für den Schutz des Portals verantwortlich war, wurden ständig Kolonien angegriffen. Wir haben die Kolonisten ausgebildet und sie haben angefangen, sich zu wehren. Damit hatten die Piraten nicht gerechnet. Die Angara wissen bereits, wie man kämpft. Aber der Archon hat eine ganze Armee, die seinen Wahnsinn unterstützt. Ich habe meine eigene Armee, ist ja auch krass. Er hat aber nicht mit uns gerechnet. In diesem Fall sind wir die neue Variable. Er kann nicht vorhersehen, was wir tun werden. Ja, das ist ein Vorteil, solange wir ihn richtig ausspielen.
Denken Sie weiter darüber nach, wie Sie vorgehen wollen. Okay. Wir kriegen nur eine echte Chance, oder? Yep. Wenn wir zuschlagen, müssen wir sicher gehen, dass er nie wieder aufsteht. Definitiv. Okay. Sonst noch was? Pathfinder. Eine Kriegsgeschichte oder zwei. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Peitschek am Arsch? Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Feuer und Sprengstoff sind wirkungsvoll gegen alles mit einer schweren Panzerung. Ja. Und eigentlich auch gegen alles andere. Normalerweise lässt sich niemand gerne im Brand stecken. Nur Schilder sind ein Problem. Normalerweise? Da steckt doch eine Geschichte dahinter. Oh. Ja, davon können Sie ausgehen. Okay, in Brand gesteckt werden. Was hat es damit auf sich? Sie sagten, normalerweise würde sich niemand gerne in Brand stecken lassen. Ich hatte gehofft, dass Sie deshalb nachfragen. Also, vor etwa 400 Jahren, plus minus ein Jahrzehnt vielleicht, saß ich mit meinen Jungs im Kampf gegen eine andere Söldnergruppe in der Falle. Also habe ich meine übliche Masche abgezogen. Ich bin vorgestürmt, um ihre Barrikade zu durchbrechen. Ich habe meinen Flammenwerfer rausgeholt und wollte gerade loslegen, als sie alle, wirklich alle, schreiend weggerannt sind. Die Sache war die. Ich war bei meinem Vorstoß durch eine Kiste mit turianischem Brandy gerannt. Oh, oh. Ich hatte nicht mal bemerkt, dass ich in Flammen stand. Sie aber schon. Ich habe noch nie eine Söldnerbande gesehen, die so in Panik geraten ist. Sehr gut. Okay. Dann nächstes Mal hole ich mir wieder eine Geschichte. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Aber das ist natürlich... Das ist so typisch Krogana. Steckt im Brand und merkt es nicht mal. Oh Mann. E-Mails? Oh wow, sogar eine Menge. Nachricht von World. Cat-Informationen. Von Raelis. Seien Sie gegrüßt, Pathfinder. Ich heiße Raelis. Ich gehöre dem angaranischen Widerstand an. Einige unserer Späher sind mit faszinierenden Informationen zu den Cat zurückgekehrt, die Sie sicher interessieren werden. Ich erwarte Sie auf Volt. Bitte kommen Sie bald. Okay. Ich bin ins Archiv damit. Stresstests. Von Kallor. Hallo, Ryder. Was für eine Rettungsaktion. Die Tempest ist zwar für derartige Einsätze nicht gedacht, aber sie schlägt sich prächtig. Nicht, dass ich Sie dazu ermutigen möchte, Ihr Leben für Stresstests oder Ähnliches aufs Spiel zu setzen, aber dennoch, gut gemacht. Okay. Die Mosche. Okay, mit Kello hat die Mosche ja schon geredet. Ich sollte eigentlich schlafen, aber... Von Gil? Ich habe 42 Stunden durchgearbeitet. Das Schiff schnurrt wie ein Kätzchen. Nun habe ich mich hingelegt, um kurz die Augen zuzumachen, bin aber hellwach. Also dachte ich, ich nutze die Zeit, um ein paar Gedichte zu schreiben. Sie wussten nicht, dass ich Gedichte schreibe? Tja, ich auch nicht. Was vermutlich daran liegt, dass ich es nicht tue. Egal. Hier ist jedenfalls eines. Helios, wirst du uns heilen? Oder werden wir leiden? Weil die Cat es uns neiden? Unser Glück. Moment mal. Kann es sein, dass es gar nicht so schlecht ist? Oder ist einfach der analytische Teil meines Gehirns im Tiefschlaf? Gil. Ja, es ist okay. Ist okay. Na, heilen, leiden, neiden und dann keine Reime dazwischen. Das passt. Vergessen Sie es, von Gil. Sie wissen ja, dass ich hier bin, um nach meiner wahren Bestimmung zu suchen, richtig? Tja, Gedichte sind es jedenfalls nicht. Helios wird uns heilen? Was für ein Scheiß. Wegen Liams Filmabend von Suvi. Lieber Ryder, ich habe gehört, dass Liam, was Liam vorhat. Die Idee ist toll, auch wenn im Moment alles drunter und drüber geht. Ich wäre gerne dabei behilflich. Besuchen Sie mich doch mal. So oder so, ich gehe so oder so wieder bei allen vorbei. Mail vom angaranischen Widerstand. Von Ephra. Danke für die Rückgabe der KI aus der Zeit vor der Geißel, die sie auf World gefunden haben. Obwohl sie, wie Jarl mir gesagt hat, das gar nicht wollte. Er sagt auch, dass sie eine unzuverlässige Lügnerin ist. Warten wir es ab. Ich kann sehr überzeugend sein. Ich habe sie im Hauptquartier des Widerstands installieren lassen. Man darf eine derart wertvolle Ressource nicht einfach den Wissenschaftlern zu Studienzwecken übergeben. Bisher ist sie schweigsam und unkooperativ.
Diese Tech könnte sich als wichtig für das angaranische Volk erweisen. Unser Bündnis erweist sich gerade als durchaus nutzbringend. Was wir ja hoffen. Ich hoffe, dass sie uns immer mehr trauen und wir dann wirklich gute Verbündete werden. Sam? Hallo Scott. Die Erkundung der Aufstiegseinrichtung lässt mich an ein salarianisches Zitat denken. Wir haben verzweifelte Seelen zu Waffen erhoben und wissen nicht, was wir zerstört haben. Das ist eine gute Beschreibung des Aufstiegs. Ich habe mich verändert, seit wir verbunden sind, bin aber noch ich selbst. Der Aufstieg überschreibt die Persönlichkeit. Er zerstört sie. Mir war schon vorher klar, dass eine derartige Zerstörung falsch ist. Durch sie weiß ich jetzt, warum sie verabscheuungswürdig ist. Es ist gut, dass er lernt. Sehr gut. Und die Witze? Wie läuft's so? Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Was ist grün und hat rote Zehennägel? Keine Ahnung. Was ist grün und hat rote Zehennägel, Sam? Ein Kroganer, der sich als Kirschbaum verkleidet. Okay, der war gar nicht so schlecht. Noch einer? Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Ich formuliere gerade einen neuen. Danke, Sam. Das genügt. Die bildliche Vorstellung davon ist sehr lustig. Deswegen finde ich den nicht schlecht. So. Machen wir uns mal auf durch das restliche Schiff. Cool. Im Maschinenraum, falls Sie irgendwas brauchen, Ryder. Klar. Guck mir so oder so alles jetzt an. Im Maschinenraum gehe ich auf jeden Fall auch. Sind das Bilder der Aufstiegskammer? Ja, die Cat benutzen medizinische Ausrüstung der Angara. Das könnte vielleicht eine Spur sein. Ich will diesen Cat-Bastarden voraus sein, falls ihnen Cid je in die Hände fallen sollte. Naja, stellen Sie sich vor, es wäre Sarah. Ich wäre am Boden zerstört. Ich weiß nicht, was ich tun würde. Wir sind alles, was von unserer Familie noch übrig ist. Das kenne ich. Cid war noch so jung, als uns unser Vater verlassen hat. Und ich war, so alt, wie sie jetzt ist. Es muss schwer gewesen sein. Sie haben Ihre Schwester ganz allein großgezogen? Das war bestimmt nicht leicht. Mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe ewig darauf gewartet, dass unser Vater wieder nach Hause kommt. Aber vergeblich. Er hatte sich auf einige üble Sachen eingelassen, auf üble Leute. Letzten Endes hat es ihn dann eingeholt. Er konnte nirgendwohin fliehen. Für ihn gab es keine andere Galaxie. Sind Sie deshalb hergekommen? Wenn man jung und dumm ist, trifft man falsche Entscheidungen, verärgert die falschen Leute. Und so etwas holt einen immer wieder ein. Und auch diejenigen, die einem am Herzen liegen. Ich will nicht eines Tages nicht mehr nach Hause kommen. Ganz ehrlich, dafür sind sie zu zäh. Ach, kommen Sie schon. Sie sind stark und Sie sind clever. Es müsste schon einiges geschehen, damit Sie nicht mehr nach Hause kommen. Stark und clever reicht aber nicht immer. Irgendwann verlässt einen das Glück. Ich aber nicht. Okay. Ich habe ein gutes Gefühl, was Sie betrifft, Ryder. Aber gut, ich sollte jetzt wieder an die Arbeit gehen. Vielleicht haben meine Leute ja irgendwas gehört. Plaudern wir später weiter? Natürlich. Oh Mann, Ryder. Mensch, haben wir ja schlechthin. Liam? Sie trainieren ziemlich hart. Das mache ich schon immer. Schon seit ich noch ein kleiner Klugscheißer war. Mit den Fingern im Boden. Ich war ziemlich oft wütend. Das ist einer der Nebeneffekte, wenn einem nicht alles am Arsch vorbeigeht. Wenn Sie reden möchten. Was ist los, Liam? Wir haben diese Einrichtung auf Volt gefunden und diesen Typen in den Arsch getreten. Das ist super. Aber die Cat rauben den Leuten, was sie sind. Und das sollte alle etwas angehen. Also habe ich versucht, Kontakte zu knüpfen und wirklich etwas in Gang zu setzen. Die Kluft zu überbrücken. So wie mit Jol. Aber ich kriege überall nur Absagen. Die Nexus, Aya. Von allen höre ich immer nur, wir können mit Fremden keine Risiken eingehen. Ich bin doch nicht hierher gekommen, damit alle verfluchte Fremde sind. Ich meine,
Wir sind doch die Fremden, oder nicht? Liam, wir sind nicht von hier und werden es auch nie sein. Aber wir sind hier. Wir können nicht ewig Fremde sein. Das funktioniert nicht. Ich wollte das hier. Das Neue. Aber irgendwann muss es auch mal normal werden. Ich brauche etwas Vertrautes.